Die Digitalisierung spielt bei uns in der Tiefbaubranche noch keine zentrale Rolle. Wir als Unternehmen sind aber überzeugt, dass wir in die Digitalisierung investieren müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Ich bin Ralf Peter, einer der drei Geschäftsführer der Nauer Unternehmensgruppe. Die Aufgabe der Geschäftsführung ist es, den langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern und auch die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Und genau aus dem Grund investieren wir in Digitalisierung. Nauer ist ein Familienunternehmen. Wir bestehen jetzt seit über 50 Jahren. Wir stellen Geobaustoffe her. Das sind Produkte, die im Tiefbau zum Einsatz kommen. Zum Beispiel unsere Dichtungsbahnen dichten Deponien ab, damit das Grundwasser geschützt wird. Einige unserer Beschäftigten stehen diesem Thema Digitalisierung sehr, sehr skeptisch gegenüber. Und neue Mitarbeiter mit Digitalisierungs-Know-how zu finden, ist am Markt aktuell extrem schwer. Trotzdem haben wir die Digitalisierung als absolutes Kernthema für unser Unternehmen auserkoren. Wir hoffen uns damit auf jeden Fall zukunftsfähig, auch zu sein, zu bleiben. Und wir haben in unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel der Produktion, dem Personalbereich oder dem Supportbereich, Projekte definiert. Ich möchte Ihnen einmal drei Beispiele geben, an denen wir Digitalisierung tatsächlich umsetzen. Das eine ist softwaregesteuerte Predictive Maintenance. Das heißt, wir haben die Chance, dass die Anlagen uns eigentlich ihren Konditionierungszustand vermitteln. Früher mussten wir das überprüfen durch unser Wartungspersonal. Heute meldet uns die Maschine, wann sie Wartungsbedarf hat. Als zweites gibt es das Nauer Portal. Es beherbergt unter anderem Berechnungssoftware für die Ingenieurbüros. Das steht jetzt 24/7 zur Verfügung. Als drittes haben wir uns viele interne Projekte vorgenommen und haben uns entschieden, dazu eine Gruppe von Greenfield Pioneers ins Leben zu rufen. Das sind Mitarbeiter aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen, die Gelegenheit bekommen, ihre digitalen Ideen zu realisieren. Unsere Digitalisierungsprojekte sind mit sehr unterschiedlichem zeitlichen und finanziellem Aufwand verbunden. Es gibt die internen Projekte, die sind überschaubar, und die größeren Projekte haben einen höheren Investitionsaufwand. Deswegen haben wir unter anderem einen Innovationskredit der KfW aufgenommen. Ich kann nur empfehlen, bei Digitalisierungsprojekten sich einen Finanzpartner zu suchen, der sich damit auskennt. Wir haben uns für die DZ Bank entschieden und profitieren von deren Erfahrung. Jede Investition in die Zukunft birgt Risiken. Wir sind dennoch davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist für uns und dass wir sogar in der Branche da auch eine Vorreiterposition einnehmen können.